Ja, da, so wunderbar. Hört ihr mit? Hört ihr das? Das ist der Hammer, oder? Also, Gott sei Dank, ja, gibt es so was, sonst würde ich durchdrehen, weil, warum? Das zeige ich euch. Ja, echt. Also, da haben wir es wieder, ja. Supermarkt hat Fleisch im Test. So, der Berater will zu viel Geld haben. Und hier kommt's wieder. Die Wiederanführer verhöhnt ermordete Maria. Nein, ich kann's nicht mehr lesen. Ach, das ist euch gut. Ei, ganz wichtig. Das müssen wir unbedingt wissen. Ich kenne ihn nicht mal da. Ich sag mir, was Olli assoziiert kennen. Naja, ich würde, aber, ob der heiratet oder nicht heiratet, weiß nicht. Ob mich nicht interessiert. Ich glaube eher nicht. So, warte mal, ich geh mal hier weg. Hier kann der Loss im Weg. Ja, das ist der Berliner Kurier. So, das ist auch gut hier. Was doch? Die Schandfamilie von Ibar. Das gibt ja nicht was. Ist ja ganz wichtig. Muss natürlich auf die erste Seite. Sorry. Pech. Der Kniefall der Sportbonzen. Also als ob das. Das ist auf der ersten Seite. Hallo. Ja, ach. Oh, weia. Ich muss es aus der Hand legen. Ich krieg mich sonst. Am frühen Morgen auf. So einfach ist es. Ja? Die hat ja gestern schon mitgebracht. Die Zeitungen, ja, die hat am Zoo. Ich bin ja, das finde ich auch wieder so lustig. Wa? Wie, ja, ich bin heute mehr am Zoo zu finden als früher in der Zeit, ja, wo das Buch der Kinder vom Bahnhof Zoo, ja. Wurde gemacht wurde. Und deswegen, ich glaube, ich bin zurzeit also wirklich sehr häufig am Zoo. Ja. Und ich muss, das ist das Allerschärfste. Es hat sich eigentlich nicht geändert. Ja. Es ist alles noch so, wie da war. Ja, wie es mir war. Nur, dass jetzt zum Beispiel die Zooterrassen zu sind. Ne? Ja, weil ich nicht verstehe. Also, das ist wie in Michendorf, ne? Ja, ist irgendwie komisch. Ja, ja. Ich finde sowas ätzend. Ja, in Michendorf gibt es noch nicht mal ein Wartehäuschen, wo man sich aufwärmen kann. Normalerweise sind ja, aber es ist ja fast auf jeden Bahnsteig mittlerweile so. Und dann sehe ich jetzt noch so hin, da kann man sich dann drin setzen, der ist so ja geheizt. Ja? Für Wartende. Reisende! Ja, Mann. Ja, ist voll die Härte. So. Wie heißt sie? Nicole Reitsch und Uwe Schwarz da, ja? Sehr nett von euch. Ja, ich habe wunderbar geschlafen. Das hätte eigentlich gar nicht sein können. Ich bin sehr lange wach gewesen. Ich habe mich gestern noch auf Pornoseiten rumgeschrieben. Einfach so. Manchmal mache ich das. Ja. Ja, ich habe immer noch die Hoffnung. Ja, so geil. So geil. Ich habe immer noch die Hoffnung, ja, dass man mal auf eine Seite kommt, wo man sich nicht anmelden muss. Oder von mir irgendein Anmelden habe ich ja nicht. Das mache ich ja, würde ich ja machen. Ja, aber. Ja? Nicht ist umsonst. Die schreiben da immer kostenlos Free Chat. Kostenlos Dating. Aber ist nicht kostenlos. Ne? Also. Dazu sagt Mr. Sound folgendes, das hat er eh nicht nötig gehabt. Noch nie.
Das ist ihm scheißegal, ja, interessiert ihn nicht. Ja, weil, ja. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich noch später mal vielleicht ein paar von meinen, die sind nicht so aufregend wie bei anderen Leuten, die Sexgeschichten, die ich so erlebt habe, ja. Die sind nicht so aufregend wie bei anderen, ganz klar. Also ich bin immer so eine harmlose Nummer, ja. Ich hatte ja immer nur die Braven, Gott sei Dank. Also die Braven in Anführungsstrichen, ja. Manchmal sind ja die Braven viel schlimmer als die Bösen. Ja? Was erzählt der da wieder, wa? Was erzählt der da nur für eine Scheiße? Nein! Das ist keine Scheiße. Aha. Aber das spielt keine Geige. Mir ist mir egal, was ihr glaubt oder nicht glaubt. Ich dürfte da nicht vergessen. Ja? Warum ist mir das egal? Weil es mir egal sein muss. Ja? Und warum muss es mir egal sein? Na, weil ich bin, nicht? Und andere sind andere, nicht? Ja, ich liebe das. Ich kann das ja nicht fassen, ja. Aber gut, okay, mich freut's, ja. Ich bin auf nächsten Donnerstag gespannt. Ja, ich hoffe, es klappt alles vor Kapelle. Da kotzt die ab, wenn die nicht gehen. Aber die zitieren. Ich glaube nicht, dass die sich schon ansieht. Echt, nee. Wo willst du? Ja. Natürlich, du musst nerven. Das ist ganz normal. Ganz normal. Was? Macht doch blöd, doch scheinheilig hier. Ja, und da liegt mein Kristall. Ja? Immerhin, die hat ihn nicht ganz runtergefeuert, ja? Was macht die da so? Ist wie ein Christian. So, die Hunde und die Katzen sind jetzt alle frei. Ich habe die Schlafzimmertür zu, so damit Jenny nicht ins Schlafzimmer kann. Und, ja, soll ja nicht ins Schlafzimmer. Das verstehe ich auch. Ja, weil die haut da gleich hinter das Bett ab, ne? Ja, hinter das Bett, und dann kriegt man die davor. Das ist ja nicht so einfach. Ja? Ja, aber mittlerweile habe ich jetzt so gut im Griff, ja, das will ich sagen. Also Jenny, jetzt mal hier los, rüber hier, dann geht sie rüber. Ja, du hattest das ja schon vor oft, dann war echt nicht schon hier, da hat die Tür zugemacht. Und wenn der die Tür zu ist, dann kann ja Jenny nicht rennen. Ja? Versteht ihr? Ja? Also, wollt sie nicht rüber. Ja? Aber wenn die Tür offen ist, dann rennst du hier rein. Ganz schnell. Ja, so ist doch richtig, ja, so ist es schön. Weil, warum? Naja, ich will ja nicht, die sollen sich vertragen, ja. Vorhin hat es ganz gut geklappt, ich bin so happy mit Ashley. Ashley hat mich gefaucht. Und Jill ist immer näher ran. Aber Jill ist vorsichtig, ja. Sie ist nicht zu nah ran, so dass Ashley nicht tauchen musste. Ja gut, darauf kann man sich jetzt nicht verlassen. Ja? Also ich bin dann, wenn ich jetzt nicht da wäre, gehe ich nicht. Wisst ihr? Ja? Aber da ich ja da bin, das ist alles, ich finde das so geil. Ich hab das gewusst, dass ich das hinkriege. Ja? Mit ein bisschen Geduld und Liebe läuft es. Ja? Ja? Dann läuft es schon. Weil es wundert. So. Ey, sie fährt. Die Jill. Jill, Süße. Warte mal. Süße. Da ist sie. Warte. Ja, man kann die Augen nicht erkennen. Ey, und die hat so schöne Augen. Jill, komm mal her. Komm mal. So, zeig mal deine Augen hier. Lass mal deine Augen sehen. Ja, kann ich jetzt nicht. Muss ich noch. Ist ja gut, meine Süße. Die ist ja mit mir seelenverwandt. Ja, in jedem Fall. Da. Was ist denn? Warum bist du runtergehopst, meine Süße? Komm, hopp. Ja, so ist der Fall. Ja, Küsschen. Ja, meine Süße. So reicht. Wie ist der Papa will das nicht. Ja. Mir ist die Jacke in die Hose. Ja, warum? Ja, ich schlüpfe nicht. Ja. Ich will das Küsschen. Ja. Die Mädchen küssen uns da auch. Ja. Nicht?
Ach so, weil die sich so zwischendurch mal ihre Muschi lecken und so. Ja und? Ist das ein Problem? Für mich nicht. Ja, absolut nicht. Ja? Ich will ja keinen Sex mit dir. Ne? Das wäre mir dann doch nicht. So, ja. Friday, ne? Freitag. Der passt zu mir, ne? Der Freitag. Genauso wie der Name Frank, ne? Der Freie, ne? Das sind so schöne Sachen, das finde ich. Oh, hier und sowas. Nein, Moment, das wird heute noch hart werden, ja? Um 16 Uhr, kommen beide rein. Ashley und Jenny. Alle beide! Bei Ashley wird auch noch der Check gemacht, ob sie, ob bei ihr alles okay ist mit der Süßen da hinten, ja? Weil Jenny wird es jetzt langsam, so hoffe ich. Ja, so wie es aussieht, wird es besser. Ja, also mit der Spritze war wohl richtig. Ich hätte das gleich von Anfang an so machen sollen. Denn wäre jetzt schon alles vorbei, denke ich. Ja, aber es sieht gut aus. Okay, gut. Habe ich schon... Nein, Maike, später. Ich wünsche euch einen schönen und sehr erfolgreichen Tag. Ja, lasst euch nicht bei der Arbeit unterkriegen. Ne? Und habt alle auch Spaß bei der Arbeit, weil wenn man den nicht hat, ja, dann geht das irgendwann auch nach hinten los. Das ist ja der Grund, warum in Deutschland so viele Frustrierte rumrennen, ja, weil die alle was arbeiten, was sie ja nie arbeiten wollten. Ja, ja. Warum ist das so? Naja, wenn man sich selber verletzt, muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann anfängt, andere zu verletzen. Also das sind so meine Erfahrungswerte, ja. In der Regel ist es so. Ja? Was natürlich, und jeder kann da selber, also das ist es ja eben. Das ist schon wieder zu durcheinander jetzt, ja. Glaube ich, da komme ich wieder in ins falsche Licht. Eins ist Fakt, ja, in meinen Augen. Ja. Ab 14 Jahre hat der Mensch die Möglichkeit, ja, bei sich nachzukicken und das konsequent, wenn er denn will. Ja. Wenn er das nicht will, oh, bitteschön. Ja. Okay. Muss jeder mit sich selber abmachen, ja. Also ich bin der Meinung, dass das wirklich an der Zeit ist. Also das Schlimme ist ja, ich bin 500 Jahre, wie ich das schon gesagt habe, der Welt im Voraus. Ja, weil was soll diese Länderscheiße? Ja, Kinder, wir leben ja alle auf einem so kleinen Planeten. Der ist ja nicht groß, ja. Und in der heutigen Zeit, sag ich mal, wohnen wir ja Tür an Tür. Versteht ihr, was ich meine? Durch die Kommunikation, durch Internet, dies, jenes, alles, bam, wie du, die da. So, und die Völker der Welt haben noch nicht gemerkt, dass sie ständig verarscht werden. Von ihren Politikern und von die Politiker steuern. Habe ich das nicht gut ausgedrückt? Richtig perfekt, oder? ja, nicht, weil es ist heute so, ja, wenn man auf der ganzen, weil woran liegt es denn heute 14-Jährige nicht mehr aufstehen für jemanden, der für eine ältere Person im öffentlichen Verkehr? Warum wird da gesoffen, getrunken, dies, jenes? Und so weiter, dann wird's heiter. Ich kann's euch sagen, warum? Weil unsere Generation schlechtes Gewissen hat. Und sich sagt, naja, unsere Kinder haben nicht mehr zu lachen in Zukunft, also müssen wir sie wehren lassen. Nein, sage ich. Woher wollen denn, ja, versteht mal. Weil ich rede hier. Ja, ich bin der Meinung, dass das mal langsam aufhören muss und dass man die Erziehung auf der ganzen Welt gleich machen muss. Ja?
Ja, auf der ganzen Welt. Genauso wie auch Zeit wird für eine Welt. Wenn man schon eine Regierung haben will, ja, was ich nicht brauche, aber wenn, dann bitte eine Weltregierung. Es geht wirklich jetzt ums Eingemachte. Ja, ich weiß nicht, warum da gezögert wird. Es gibt mehr Wissenschaftler, die schon längst gesagt haben, und immer noch sagen, ihr könnt so nicht weitermachen. Egal, ob das natürlich oder unnatürlich ist, es spielt dabei keine Rolle. Die sind heute noch mittlerweile so weit, dass wir das schon wissen, dass die an der Küste leben, die sind hochgradig gefährlich auf der ganzen Welt. Hallo! Überall! Küste! Ganz gefährlich! Ja? Ja, weil das Eis schmilzt immer mehr, ja? Und teilweise friert es schon nicht mehr zu, was ja richtig pervers ist, ja? Wobei, mir ist das eigentlich, was heißt hier pervers? Ja, das war nun mal auf der Erde schon immer so, ja, dass ich, aber nicht in so einem rasanten Maße, ja, das ist ideal. Die Wissenschaftler, die haben sich verrechnet. Na? Das geben sie auch zu. Na? Also da sieht man doch schon, ja, man kann der Wissenschaft eh nicht alles glauben, ja, sollte man auch nicht. Ich mach das nicht, weil ich glaube nur mir. In meinem Instinkt, ja? Ja, das ist das Beste, was man machen kann, ja? Und sich raushalten, ne? Aus anderer Leben, ey. Warum? Naja, ich kann euch sagen, das wird bestraft, wenn man sich einmischt. Gut, ja, das ist ein schöner Schlusssatz jetzt. Es wird bestraft, wenn man sich einmischt. Das ist gut, weil es war. In andere Leben, meine ich. Ja? Okay. Bis bald.